Der Campingplatz in Lüchte in Nordrhein-Westfalen. Hier haben Haupttäter Andreas V. und sein Komplize Mario S. über Jahre hinweg mindestens 32 Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren sexuell missbraucht und dabei gefilmt. Darunter das Pflegekind von Andreas V. Jetzt, knapp drei Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals, kommt ein 3000 Seiten langer Bericht des Untersuchungsausschusses zu einem erschütternden Ergebnis. Wie uns der Ausschussvorsitzende Martin Börschel berichtet. Nach unseren Erkenntnissen hätte der Missbrauch etwa zwei Jahre, bevor er tatsächlich aufgeflogen ist, gestoppt werden können. Das war ein großes Behördenversagen. Man muss das leider so einräumen. Auf dem Campingplatz treffen wir vor einigen Tagen Julia B. Sie möchte unerkannt bleiben. Auch ihre Töchter wurden Opfer der beiden Männer. Mit fatalen Folgen. Sie haben sich selber verletzt, sie haben sich selber wehgetan. Es wurde ja immer schlimmer. Es war immer so etappenweise. Erst kam das, dann kam das, dann kam das. Und ganz, ganz schlimm fand ich dann halt diese Panikattacken und diese Wahnvorstellungen, weil man sich da einfach hilflos gefühlt hat. Kann man gar nicht beschreiben, ne? Ich war da kurz davor, meine Kinder abzugeben, weil ich die Kraft nicht mehr hatte. Ich war fertig, ich war abgemagert, ich hab selber manchmal kaum Luft gekriegt. Ich konnte kaum aufstehen und musste aber aufstehen. Ich wollte sie nicht alleine lassen und es war echt schlimm. Auch die Mutter sagt, die Polizei und die zuständigen Jugendämter hätten den Missbrauch ihrer Töchter und vieler anderer Kinder verhindern können. Vom Jugendamt bin ich am meisten enttäuscht. Ganz massiv. Warum hat darauf keiner geschaut? Wieso haben alle quasi die Augen zugemacht? Warum wurde so schnampig gearbeitet? Das sind echt Fragen, die mich, die fressen mich bald auf. Viele Fragen sind bis heute ungeklärt. Warum griff niemand ein? Jens Rusitzka warnte die Behörden bereits 2016 vor Andreas V. Doch warum wurde diesem Mann, der arbeitslos war und in dieser Gartenlaube lebte, eine Pflegetochter zugesprochen? Warum verschwanden sichergestellte Datenträger plötzlich aus der zuständigen Polizeidienststelle? 155 CDs mit mutmaßlich kinderpornografischem Material einfach weg. Versuchten Polizisten etwas zu vertuschen? Es ist doch also eindeutig, dass da Leute von der Polizei was mit zu tun haben müssen. Wie sonst können denn die Sachen aus der Polizeiwache in Detmold rausgeholt werden? Ich war doch da, ich hab's doch gesehen, da kommt man nicht so einfach rein und raus. Das Versagen der Behörden wird in einem Interview deutlich, das wir 2019 mit Jens Rusitzka führen. Er erzählt uns damals, dass auch er und seine Töchter Kontakt zu Andreas V. hatten. Den Dauercamper lernten sie auf einem Kindergeburtstag im Jahr 2016 kennen. Er hatte halt auch immer mit den Kindern rumgetollt und hatte immer die Angewohnheit, wenn er sie hochgenommen hat, nicht wie ein normaler Mensch unter den Achseln oder den Hüften, sondern immer gleich den Griff zwischen die Beine und dann hoch. Und da habe ich ihm schon gesagt, dass er in meinen Augen pädophil sei. Und als er dann meine Tochter noch mal hochnahm, sie sich auf die Schultern setzte und zu ihr sagte, sie möge den Rock da wegnehmen, hatte ich ihn dann gefragt, warum sie bitte schön den Rock da wegnehmen soll. Und dann meinte er dann, er hat gerne kleine feuchte Mösen am Hals. Sofort nach dem Kindergeburtstag informiert Jens Rusitzka das Jugendamt und die Polizei über den Vorfall. Die haben mich drei Tage später zurückgerufen und meinten zu mir, alles in allerbester Ordnung. Die Jugendamt waren da, wir von der Polizei waren da, alles in Ordnung, da ist nichts festzustellen. Bis heute fragt sich der 59-Jährige immer wieder, warum nahmen die Behörden seinen Hinweis nicht ernst? Das macht mich nach wie vor wütend. Dann ist es ja so, dass nicht nur ich derjenige war, der 2016 mit den Behörden gesprochen hat. Zu dieser Erkenntnis kommt auch der Untersuchungsausschuss des Landtages in Düsseldorf, der über 170 Zeugen befragt hat. Darunter auch Jens Rusitzka und zwei weitere Personen, die sich bereits 2016 mit dem konkreten Verdacht an die Behörden gewandt hatten, Andreas V. sei pädophil.
dem ist nicht weiter nachgegangen worden. Man ist dem nicht auf den Grund gegangen. Völlig klar ist, ein Bauchgefühl darf nicht zu einer Vorverurteilung führen und auch nicht zu einem öffentlichen Skandal. Aber es muss, wenn Indizien dem zugrunde liegen, schon dazu führen, dass Behörden was tun, dass man sich die Situation vor Ort ansieht, dass man recherchiert, dass man den Herrn einbestellt, dass man der Sache auf den Grund geht, ihm auf den Zahn fühlt. Und das hat viel zu wenig stattgefunden. Das Behördenversagen nimmt seinen Lauf. Mitte 2016 bekommt Andreas V. eine Pflegetochter vom Jugendamt Hameln-Pyrmont zugesprochen. Der Missbrauch auf dem Campingplatz kann weitergehen, dank der Fahrlässigkeit der Behörden. Ein weiteres Opfer wird die Tochter von Erna K. Wir sprechen mit der Mutter vor ein paar Tagen in Hameln. Ihre Tochter hat bis heute mit den Folgen des Missbrauchs zu kämpfen. Seitdem kann sie auch bis jetzt nicht ohne Licht schlafen, sonst schreit sie dann. Sie kann auch nicht umziehen, wenn ich dabei bin, das darf ich auch nicht hinschauen. Und sie fürchtet sich auch von den Männern. Erna K. zeigt Andreas V. im November 2018 bei der Polizei an. Ihre Anzeige führt 4 Wochen später dazu, dass man ihm die Pflegetochter wegnimmt. Viel zu spät, sagt Erna K.'s Anwalt Roman von Alvensleben. 4 Wochen? 4 Wochen tagtägliches Leid. Wenn man hinterher wusste, was die Kinder erleiden mussten, und insbesondere das Pflegekind, da ist jeder Tag ein Martyrium für das Kind gewesen. Und das 4 Wochen noch abzuwarten, das halte ich für eine Katastrophe. Erst eine Woche später wird Andreas V. festgenommen. Die Polizei beginnt mit den Durchsuchungen des Campingplatzes. Dann der nächste Skandal. Sichergestelltes Beweismaterial, ein Koffer mit 155 Datenträgern, ist plötzlich nicht mehr auffindbar. Verschwunden aus dieser Polizeidienststelle. Ich muss leider sagen, sie sind nicht wieder aufgetaucht. Es ist auch, hat auch niemand die Verantwortung dafür übernommen, dass diese CDs verschwunden sind. Und das ist natürlich skandalös. Die Polizeiarbeit sowohl in der Ermittlung bis zum Aufliegen des Täters und auch in der Zeit danach war ein einziges Chaos, teilweise Schlamperei und wirklich schlecht. Trotz der zahlreichen Ermittlungspannen kommt es im Sommer 2019 zum Gerichtsprozess gegen Andreas V. und seinen Komplizen Mario S. Andreas V. wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt, Mario S. zu 12 Jahren, beide mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Bericht vom Untersuchungsausschuss kommt jetzt zu dem traurigen Fazit: Es gab nicht nur einen Missbrauchsskandal, sondern auch einen Behördenskandal.